Lange zieht sich die Liste durch. Satisfaction! Jumping Jack Flash! Okay, dann. Yes, yes, yes! Machen wir nochmal ein kleines Experiment. Damals, der Bernhard spielt mit mir, ich will jetzt nicht sagen wie lange, aber jedenfalls in meiner ersten Band, oder in unserer ersten Band, haben wir ein paar Jährchen. War die zweite? Naja. Ein paar Jährchen zusammen Musik gemacht und da gab es ein eigenes Stück, was immer so ein bisschen der kleine Hit war damals. Ist so ein bisschen so eine Persiflage auf diese Country- und Western-Musik. Da hat der Bernhard damals ein Stück drüber geschrieben, es war, soll ich sagen, ich glaube 1986 oder so. Und er sagt, echt so spät? Das spielen wir jetzt einfach. Gibt sogar auf einer Vinyl-Single. Wir sind so alt, wir haben damals noch Vinyl-Platten gemacht. Und ich dachte, das wäre kurz nach die Älteren rausgekommen. Die Älteren von Ihnen kennen das noch. Für die Großväter hat er die heute gesehen. Ist es wieder so weit? Es begeistert seine Herren und Mannes, hat noch etwas Zeit. Zieht die hohen Schuhe an, sieht er größer aus. Sein Bonbonhemd ist lokaliert. Das gehört ganz weit aus. Dosenbier steht auf dem Tisch. Die Hälfte ist schon leer. Johnny Cash im Radio hört er fast nicht mehr. Thank you.
Was die Leute vor 200 Jahren für Musik gehört haben, ist schon seltsam.